Was ist ein Algorithmus? Hatte ich ja eben schon mal gefragt. So richtig viel kam da ja nicht von Ihrer Seite. Darum werden wir es jetzt mal so ein bisschen anreichern mit Informationen. Intuitive oder informelle Erklärung. Ein Algorithmus ist eine wohldefinierte Berechnungsmethode, die zu jeder Eingabe aus einer festen Menge von zulässigen Eingaben eine Ausgabe liefert. Da finden wir schon eine Menge von Informationen. Nämlich einmal dieses wohldefinierte. Was steckt dahinter? Was meine ich damit wohl? Hat nichts mit Effizienz zu tun. Durchdacht, ja. In welcher Art und Weise durchdacht? Zielstellung? Nee, eigentlich nicht, nee. Also das ist sozusagen die Zielstellung. Ich möchte eine Ausgabe erzielen. Also ich habe irgendwie eine Eingabe und möchte eine Ausgabe erzielen. Ja, ich habe irgendwie Eingabe und möchte zu einer klar definierten Ausgabe kommen. Also das muss ich schon. Ich muss irgendwie, das steht hier, feste Menge von zulässigen Eingaben. Da muss ich mir Gedanken zu machen. Sind das beispielsweise, ist das die Menge der natürlichen Zahlen? Ist das eine Menge von Buchstaben? Ist das eine Menge von Worten aus diesem Buch beispielsweise? Ich muss irgendwie ein Ergebnis haben, also eine gewünschte Ausgabe. Und wohl definiert bezieht sich eigentlich dann auf das Instrumentarium, was diesen Algorithmus irgendwie ausführt. Machen wir ein Beispiel. Ich hatte eben schon gesagt, so ein Kochrezept. Was braucht man dafür? Also wir haben jetzt irgendwie so das Ziel, einen Kuchen zu backen. Wir brauchen eine Menge an Zutaten. Mehl, Backpulver, Puderzucker. Ja, hier bei so einem Kuchen brauchen wir vielleicht so ein bisschen Kakaopulver, was wir irgendwie so mit reinmischen. Also wir brauchen die Zutaten. Dann müssen wir natürlich irgendwie wissen, wie wir diese ganzen Zutaten denn so verarbeiten. Das ist letztendlich dieses Rezept hier. Und wir brauchen natürlich Hilfsmittel, die das Ganze denn tun. Also sowas wie ein Backofen. Eine Rührschüssel brauchen wir, eine Backform, irgendwie hier so ein Löffel, mit dem wir dann unseren Teig zubereiten können oder hier irgendwie so eine Knetmaschine. Und ja, irgendeine Person, die das Ganze tut. Oder sagen wir mal irgendwas, was das Ganze denn auch dann macht, sei das eine Maschine, wo ich alles irgendwie oben reinschütte und dann auf den Knopf drücke, so jetzt machen wir mal so einen schönen Marmorkuchen. Oder halt ein Bäcker, der irgendwie dieses Rezept hernimmt, die Zutaten nimmt, die Geräte nimmt und dann daraus hoffentlich einen wohlschmeckenden Kuchen produziert. Ja, und letztendlich dann dieses Backen ist dann letztendlich der Prozess, ja, der genau diese ganzen Dinge hier nimmt. Das sieht man gar nicht. Ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein Zeiger. Doch, ja. Also der diese ganzen Dinge hier nimmt, nämlich einmal die Zutaten, das Rezept, das mit Hilfe der Geräte und des Backofens zu diesen hübschen Dingen hier verarbeitet. Ja, die Qualität dessen, was da rauskommt, wovon hängt das ab? Von den Zutaten, klar. Also das, was ich vorne reinstecke. Von allem. Also das ist irgendwie, das Rezept ist wichtig. Ja, wir gucken uns das gleich nochmal genauer an, so ein Kochrezept. Ja, und wie sozusagen das Rezept bearbeitet wird. Ja, ob ich beispielsweise die Schritte sauber durchlaufe. Ja, und es fängt dann vielleicht schon damit an, dass ich das Rezept halt so gut formulieren muss. Ja, Sie können vielleicht besonders gut kochen. Ja, und für Sie ist irgendwie, stelle einen Marmorkuchen her, klare Anweisung. Ja, für mich irgendwie als relativ untalentierten Bäcker wäre das eine unüberwindliche Hürde. Ja, weil ich gar nicht weiß, was ich da reintun muss, wie ich das zusammenmischen muss. Also die Art und Weise, wie ich das Ding formuliere, das ist ganz wichtig. Ja, und da spielt dann sozusagen das, was wir da eben stehen hatten, wohldefinierte Berechnungsmethode. Ja, dass zu jedem Zeitpunkt klar ist, was jetzt denn als nächstes zu tun. Ja, Analogie zur Informatik. Was hat das mit Informatik zu tun? Das war jetzt Kuchenbacken. Das ist die Eingabe, die Zutaten. Das ist der Algorithmus. Ja, und das ist im Prinzip die Maschine, die das ausführt. Ja, das ist irgendwie unser Computer. Der hat eine Berechnungsvorschrift. Das ist nämlich irgendwie der Algorithmus.
Und dann kommt hoffentlich am Ende irgendwie eine schöne Ausgabe raus. Können Sie meine unwiderstehliche Schrift so halbwegs lesen? Also ich hatte in der Grundschule immer eine 4 in der Handschrift. Das hat sich irgendwie nicht gebessert. Und da kommt aber auch noch hinzu, so ganz einfach auf diesem Gerät ist das aber auch nicht. So, jetzt die spannende Frage. Um dann auch nochmal so den Algorithmusbegriff so ein bisschen zu verdeutlichen. Spielt das jetzt eine wichtige Rolle, ob wir beispielsweise dieses Rezept in Deutsch, Chinesisch, Japanisch, Französisch oder Italienisch formulieren? Es kommt auf die Maschine an. Ja, wenn wir davon ausgehen, wenn wir da jetzt ein Rezept haben, was in Italienisch formuliert ist, dann auch eine entsprechende Maschine, sprich einen entsprechenden Bäcker haben, der halt auch Italienisch lesen kann. Aber so die Art und Weise der Formulierung, wenn sozusagen die einzelnen Schritte identisch beschrieben sind, ist eigentlich relativ egal. Ob ich das jetzt vielleicht in einer grafischen Notation darstelle, in Textform, irgendeiner anderen symbolischen Form. Es ist eigentlich egal, in welcher Sprache ich das beschreibe. Was ist wichtig? Einmal so diese Korrektheit ist sicherlich richtig, aber eigentlich so die Idee dahinter. Die Eindeutigkeit ist wichtig, das ist nämlich genau wieder diese wohldefinierte Berechnungsmethode, dass ich eindeutig weiß, was ist der nächste Schritt. Aber es ist eigentlich ganz egal, ob ich das jetzt in Deutsch, Englisch oder Japanisch formuliere. Wichtig ist die Idee dahinter, ob der Kuchen nämlich schmeckt oder nicht. Also wenn ich von gleichen Zutaten ausgehe, ist es egal, ob ich das Rezept in Deutsch, Japanisch oder Chinesisch formuliere. Der Kuchen schmeckt eigentlich immer gleich, wenn ich halt entsprechend qualifizierte Bäcker habe. Also, wenn wir das jetzt wieder auf die Informatik übertragen, ich habe mal irgendwo so gelesen, das fand ich irgendwie ganz gut. An algorithm is the thing which stays the same whether the program is in Pascal, auch eine Programmiersprache, running on a Cray in New York or is in Basic running on a Macintosh in Kathmandu. Falls Sie das alles nicht kennen, Pascal ist eine Programmiersprache, sehr leistungsfähige Supercomputer. Cray, Macintosh dürften Sie kennengelernt haben, Basic haben Sie vielleicht auch schon kennengelernt als Programmiersprache. Algorithmus ist eigentlich die Idee hinter so einem Computerprogramm. Ja, und es ist jetzt ganz egal, in welcher Programmiersprache ich die formuliere, wie ich die beschreibe und letztendlich ist es auch egal, auf welcher Maschine ich die ausführe. In der Praxis ist es natürlich schon relevant, ob ich jetzt irgendwie hier so einen Algorithmus auf irgendeinem kleinen PDA habe, mit einem vielleicht nicht ganz so leistungsstarken Prozessor und wenn ich da irgendwie meine 5 Millionen Adressen sortieren möchte oder ich mache das auf irgendeinem Supercomputer und sortiere da auch 5 Millionen Adressen, dann geht das da absolut gesehen sicherlich schneller. Ja, aber die Idee ist eigentlich immer die gleiche. Ja, und das ist das, was uns eigentlich im Kontext dieser Veranstaltung interessiert. Ja, eigentlich die Ideen hinter den Computerprogrammen. Ja, vielleicht um nochmal das so ein bisschen zu verdeutlichen mit dieser wohldefinierten Berechnungsvorschrift. Hier jetzt nochmal ein Rezept für so eine Schokoladencreme. Nicht vollständig, irgendwie die Zutaten, fängt an irgendwie mit Schokolade, Wasser, Puder, Zucker, Eier und noch so ein paar weitere Sachen. Dann habe ich einfach mal ein Rezept. So, die Schokolade mit 2 Teelöffeln Wasser im Wasserbad schmelzen, dann irgendwie Puderzucker unterrühren, mit Butter, ja, mit stückweise Butter hinzuführen, vom Herd nehmen, das Eigelb verarbeiten, Rum und Vanille einrühren, Dinge, die hier jetzt noch gar nicht standen. Also das ist im Prinzip das komplette Rezept. Das wäre vielleicht geeignet, ja, könnten wir vielleicht mit umgehen. Aber man könnte es natürlich auch noch genauer machen. Beispielsweise dieser Punkt hier. Könnte ich ja noch genauer beschreiben, wie ich das denn genau mache. Aber wie mache ich das denn mit dem Puderzucker umrühren? Ja, irgendwie so intuitiv ist das vielleicht klar. Aber wenn ich das jetzt so einer Maschine dahin schmeißen würde, diese Anweisung, weiß ich nicht, ob die das könnte. Vielleicht müsste man das irgendwie genauer beschreiben. Dass man genauer sagt, so wie mache ich das denn mit diesem Puderzucker unterrühren? Muss ich da irgendwie mal einen Löffel nehmen, dann wieder verrühren, dann nochmal einen Löffel Puderzucker und nochmal verrühren, dann anschließend die Butter vielleicht in mehreren Phasen hinzufügen. Also es gibt natürlich unterschiedliche Detaillierungsgrade, mit denen ich quasi dieses Rezept darstellen kann. Und wovon ist das abhängig? In welchem Detaillierungsgrad ich das darstellen muss? Wer ist sozusagen der Entscheider oder was ist wichtig? Worauf muss ich achten? Sozusagen die verarbeitende Maschine oder die verarbeitende Person oder was auch immer das Ganze halt als Handlungsvorschrift bekommt. Ja, also die Hardware, wenn ich es einfach mal so bezeichnen darf, die das Ganze verarbeiten will, die muss mit den Anweisungen was anfangen können.
Ja, und so genau muss ich halt einen Algorithmus entsprechend formulieren. Ja, und ich glaube, jetzt kommt das Ganze nochmal. Genau, das ist sozusagen das Rezept, was ich da eben auch schon hatte. Das kann ich so formulieren. Ja, vielleicht für die Hardware, die einen relativ, ich sag mal, wenig mächtigen Befehlsschatz hat, ja, was irgendwie stückweise sehr kleinteilig die Anweisung bekommen muss. Ja, aber ich könnte auch sagen, ich habe halt eine Hardware, die kennt das einfach besser, die kann sozusagen mächtigere Befehle ausführen. Und dann verschmilzt beispielsweise dieser Befehl hier oben, den aus drei Einzelanweisungen zu einem Befehl. Ja, Schokolade mit 2 Teelöffeln Wasser im Wasserbad schmelzen, bis hin zum vom Herd nehmen, kann ich auch ausdrücken in gezuckerte und gebutterte Schokoladenmasse herstellen. Ja. Oder, wenn ich eine ganz mächtige Einheit habe, das Beispiel habe ich eben, glaube ich, auch schon mal gebracht, ja, Sie mögen jetzt bitte einen Kuchen herstellen. Ja, wenn ich eine Maschine habe, für die letztendlich die Anweisung eindeutig ist, wie eine Schokoladencreme sollte da übrigens stehen, wie eine Schokoladencreme herzustellen ist, ja, dann reicht vielleicht auch diese eine Zeile hier unten. Ja, also entscheidend ist die Hardware, das heißt, die Befehle, die wir geben, müssen auf die Fähigkeiten der Hardware zugeschnitten sein. Und um das jetzt sozusagen wieder in die Informatik zu übertragen, das, was wir da eben stehen hatten, Algorithmus ist eine wohldefinierte Berechnungsmethode, die zu jeder Eingabe aus einer festen Menge von zulässigen Eingaben eine Ausgabe liefert. Das heißt, wir müssen das Ding in elementaren Anweisungen formulieren. Und was in dem Kontext dann jeweils eine elementare Anweisung ist, das richtet sich nach den Fähigkeiten der ausführenden Hardware. Also, das ist in etwa ein Algorithmus. Kommen gleich noch ein paar weitere Begriffe zu. Ganz kurz historischer Überblick, da gehen wir aber relativ schnell drüber. Also eigentlich ist es schon ein relativ altes Feld. Also eigentlich der erste Algorithmus, der irgendwo mal aufgeschrieben worden ist, sozusagen als Berechnungsvorschrift, ist der euklidische Algorithmus. Haben sie vermutlich Mathematik 1 oder 2 Mal gemacht, um größten gemeinsamen Teiler von 2 Zahlen zu ermitteln. Weil da eigentlich letztendlich das beschrieben ist, was so dem heutigen Anspruch von Algorithmen gerecht wird. Benannt ist das Ganze nach einem arabischen Mathematiker, der ein Buch geschrieben hat, um gewisse Berechnungsvorschriften, um gewisse Rechenregeln festzuhalten zur damaligen Zeit. Und aus dem Namen ist irgendwie mal so dieser Begriff Algorithmus entstanden, eine Kombination aus diesem Al-Shoresmi und dem Arithmus, griechisch Zahl. 800 nach Christus, dann Adam Riese. Ist auch heute, denke ich, noch ein Begriff. Ja, nach Adam Riese ist das und das gerade so viel. Auch der hat eine Reihe von, ich glaube, 3 Rechenbücher geschrieben, wo er letztendlich auch Rechenvorschriften in Deutschland verbreitet hat. Dann beispielsweise algorithmische Berechnung von Logarithmentafeln 1614. Binäres Zahlensystem habe ich mal aufgeführt, was durch Leibniz eingeführt wurde. Ja, was letztendlich die Grundlage ist für das, was wir heute mit unseren Maschinen tun. Ohne das täten wir uns da schwer, weil wir eigentlich alles mit Nullen und Einsen ausführen. Charles Babbage, wer hat das schon mal gehört? Der hat sich letztendlich so ein Maschinenmodell überlegt. Einmal die Difference Engine, dann die Analytical Engine 1820 bzw. 1830, was letztendlich so zumindest die Idee einer Maschine war, die auch programmierbar war. Das ist dann durch die Ada Lovelace sozusagen ausgeführt worden, dass sie letztendlich eine Rechenvorschrift zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen mithilfe dieser Maschine entworfen hat, was letztendlich so das erste Computerprogramm ist. Und beispielsweise ist die Programmiersprache ADA, haben Sie vielleicht schon mal gehört, nach der guten Dame benannt worden. Und das ist eine bestimmte Zahlenfolge, diese Bernoulli-Folge. Ja, da können Sie irgendwann die hyperbolischen Funktionen können Sie da irgendwie mit ermitteln oder berechnen. Dann, ganz spannend, 1930 oder 31, Unvollständigkeits von Kurt Gödel. Der Name kommt Ihnen bestimmt auch in der theoretischen Informatik nochmal unter, weil der hat nämlich irgendwie dargelegt letztendlich, dass wir nicht alles entscheiden können. Dass es halt einfach Probleme gibt, die wir nicht lösen können. Ne? Also irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich der Hilbert mal überlegt, Mathematiker in Göttingen, er möchte alles irgendwie in Form von mathematischen Regeln, mathematischen Axiomen beschreiben. Ja, und der Zahn wurde ihm gezogen von dem Kurt Gödel, der nämlich einfach gezeigt hat, welches System auch immer ich nehme, um irgendwelche Sachverhalte zu beschreiben, mit irgendwelchen Regeln, mathematischen Regeln, es ist niemals vollständig. Das heißt, es gibt immer Aussagen, die ich einfach nicht entscheiden kann. Wo ich nicht sagen kann, das ist richtig oder falsch.
Oder zumindest, was nicht widerspruchsfrei ist. Also ich kann immer Widersprüche produzieren in so einem System. Und das heißt für uns letztendlich übertragen, es gibt immer Probleme, die wir einfach nicht lösen können. Eins werde ich Ihnen auch gleich zeigen. Ja, das wird Ihnen sicherlich auch unterkommen in der theoretischen Informatik, nämlich die Church'sche These zum Begriff der Berechenbarkeit. Ja, was kann ich überhaupt mit einer Maschine berechnen und wo sind da die Grenzen gesetzt? Ja, was ist ein Algorithmus? Hatten wir eigentlich schon, aber es gibt noch so ein paar Begriffe, die wir noch irgendwie brauchen. Und zwar den Begriff des algorithmischen Problems. Algorithmisches Problem beschreibt eigentlich nur die Ein- und Ausgabebeziehung. Sagt Ihnen der Begriff der Spezifikation was? Problemspezifikation. Haben Sie das im ersten Semester gelernt? Nee. Ich frage jetzt nicht, bei wem Sie im ersten Semester hatten. Also da geht es eigentlich darum, dass ich eigentlich nur beschreibe, was geht rein? Also was sind die möglichen Eingaben? Was ist die gewünschte Ausgabe? Und die Beschreibung, der Zusammenhang zwischen der Eingabe und der Ausgabe, das ist letztendlich die Spezifikation. Kommen gleich ein paar Beispiele. Also, hier nochmal so ein bisschen grafisch. Wir haben als algorithmisches Problem Spezifikation der zulässigen Eingaben. Beispielsweise wäre das beim, was hatten wir da eben, größte gemeinsamer Teiler. Da geben wir rein ein Paar von natürlichen Zahlen. Ist irgendwie klar spezifiziert. Ein Paar heißt, ich gebe zwei Zahlen da rein oder die verallgemeinerte Version, eine Folge von natürlichen Zahlen. Und das, was ich da rein tue, sind halt natürliche Zahlen, ganze Zahlen größer 0. Beschreibung der erwünschten Ausgabe in Abhängigkeit von der Eingabe wäre dann beispielsweise, ich möchte gerne den größten gemeinsamen Teiler haben. Jetzt kann ich sagen, das reicht schon aus. Oder ich muss halt noch genauer beschreiben, was ist denn der größte gemeinsame Teiler. So, und Algorithmus, der steckt natürlich dazwischen. Ja, also wir nehmen jetzt beispielsweise ein Beispiel her. Wir nehmen uns jetzt, um bei dem Beispiel GGT zu bleiben, wir nehmen uns ein Zahlenpaar her. Das wäre dann eine zulässige Eingabe. Also ich würde zwei natürliche Zahlen nehmen. Wende dann meinen euklidischen Algorithmus darauf an. Und dann kommt, sofern er denn richtig ist, hoffentlich die gewünschte Ausgabe daraus. Also gerade der größte gemeinsame Teiler dieser beiden Zahlen. Ja, dann ist das, was wir reingesteckt haben sozusagen, ist eine Probleminstanz. Ja, eine Instanz dieses Problems, genauso wie in der objektorientierten Programmierung. Sie haben eine Klassenbeschreibung, instanzieren die und haben ein Objekt. Ja, genauso haben wir das hier, eine Probleminstanz. Wir haben halt ein Problem mit konkreten Eingaben und kriegen dann halt eine Ausgabe raus. Beispiele können sein, Problem 1, wir haben zwei Zahlen. Das ist jetzt gar nicht genau beschrieben, ob das nun rationale Zahlen sind, reelle Zahlen, imaginäre Zahlen, natürliche Zahlen. Das ist die Eingabe, zwei Zahlen J und K. Und die Ausgabe ist hier durch so eine mathematische Berechnungsvorschrift gegeben. Also ich hätte gerne die Summe von J² plus 3K. Irgendwie ein mathematisches und eine mathematische Berechnung, die ich da letztendlich bei der Problemlösung einsetzen muss. Zweites Problem. Ich habe eine Zahl n. Müsste ich eigentlich auch beschreiben, vielleicht natürliche Zahl ist nicht ganz richtig, was da steht. Da fehlt was. Also irgendwie n aus, von mir aus n0. Also die Menge der natürlichen Zahlen. Und ich hätte gerne die Summe der Zahlen von 1 bis n. Ja, auch das ist wieder so eine mathematische Berechnungsvorschrift, die mir dann ein solches Problem lösen würde. Und eine Probleminstanz wäre jetzt, ich würde da jetzt beispielsweise die 57 reinstecken. Nun kann ich nicht die Summe der Zahlen von 1 bis 57 im Kopf ausrechnen, aber genau diese Summe wäre dann sozusagen eine Lösung und ich müsste einen Algorithmus mir entwickeln, der halt genau das tut. Beides irgendwie mathematische Berechnungsvorschriften. Ganz anderes Problem. Wieder stecke ich eine Zahl n rein. Wenn ich so ein groß n nehme, ist das meistens immer eine natürliche Zahl. Also ich stecke eine natürliche Zahl n rein und ich hätte gerne entweder die Antwort ja, wenn das Ganze eine Primzahl ist, oder nein, wenn das halt keine Primzahl ist. Und das ist ein sogenanntes Entscheidungsproblem. Hier muss ich nicht irgendwie eine berechnete Zahl ausgeben, sondern wirklich nur ja oder nein.
Nur um zu diesem Ergebnis zu kommen, muss ich natürlich auch, wie hier, einiges an Mathematik da reinstecken. Ja, aber letztendlich will ich eigentlich nur eine Antwort Ja oder Nein haben. Entscheidungsproblem. Ganz andere Art von Problem. Ich habe eine Liste, endliche Liste von Wörtern der deutschen Sprache. Auch das ist irgendwie eindeutig beschrieben. Ja, das ist jetzt nicht beschrieben, das dürfen nur 27 Wörter sein oder 153, sondern irgendwie eine Liste beliebiger Länge von Wörtern der deutschen Sprache. Und ich hätte gerne diese Worte alphabetisch sortiert. Ja, ich habe jetzt hier keine richtige Berechnungsvorschrift, die ich da irgendwie durchlaufen muss, sondern ich muss da irgendwie eine Anordnung von Elementen finden. Ja, und der Trick ist vielleicht noch hier, oder die Besonderheit ist hier, ja, ich muss hier wieder mit einer wechselnden Anzahl von Elementen umgehen. Also wenn wir sowas dann implementieren wollten, müssten wir uns überlegen, wie wir das dann beispielsweise überhaupt in der Datenstruktur berücksichtigen können. Oder, was haben wir noch? Wir suchen einfach Informationen. Beispielsweise haben wir als Eingabe zwei Texte in deutscher Sprache gegeben. Ja, nehmen wir irgendein Buch und nehmen einfach zwei Seiten dieses Buches raus. Und ich hätte gerne eine Liste mit Wörtern, die jetzt in beiden Texten vorkommen, um vielleicht eine gewisse Häufigkeit einfach festzustellen, wann ich da irgendwelche Analysen drüber entwickeln möchte. Das ist das, was ich gerne hätte. Ja, also hier auch, hier arbeite ich nicht mit Zahlen, sondern mit irgendwelchen Symbolen. Ich muss aber noch genauer definieren eigentlich. Ja, was ist denn das hier überhaupt? Was sind denn überhaupt Wörter? Ja, ist das vielleicht, was jetzt hier unten steht? Ist das eine Aneinanderreihung von Buchstaben, getrennt durch beispielsweise Leerzeichen? Ja, was ist überhaupt ein Text? Ja, also das müssten wir irgendwie noch festlegen. Das ist beispielsweise dann hier unten in der näheren Beschreibung. Das Problem habe ich Ihnen eben eigentlich schon angemalt. Da geht es nämlich wieder um diese Straßenkarte, die wir da eben hatten. Ich habe eine Straßenkarte mit Entfernungsangaben an Straßen, also wie man das typischerweise auf so einer Landkarte hat. Zumindest eine Landkarte, die man so üblicherweise im Auto so einsetzt. Nämlich da habe ich immer eine Entfernung an den Straßen oder Autobahnen dran stehen. Ja, und dann habe ich noch irgendwie zwei Städte, die ich identifiziere. Ja, und mich interessiert jetzt die kürzeste Verbindung zwischen A und B. Ja, und hier haben wir, ja eigentlich ist das ein Optimierungsproblem. Ja, weil ich habe eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie ich, je nach Größe der Landkarte natürlich, wie ich vielleicht von A nach B komme. Und ich bin immer genau an dem Weg interessiert, der nun der kürzeste zwischen A und B ist. Ja, und das Ganze ist dann ein sogenanntes Optimierungsproblem oder was hier als Optimierungsprozess beschrieben ist. Ich habe noch zwei Probleme, die wir noch ganz kurz so ansprechen. Das ist ja heute auch nur so zur Einstimmung. Wiederum eine Straßenkarte mit Entfernungsangaben. Jetzt habe ich aber nicht irgendwie zwei Städte, die ich da identifiziert habe, sondern ich gebe einfach eine Zahl K an. Ja, hier die Größe K. Und ich habe wieder ein Entscheidungsproblem und hätte gerne einfach die Antwort Ja, falls es eine Rundreise durch alle auf der Rundreise auf der Straßenkarte verzeichnete Städte gibt, die weniger als K Kilometer beansprucht. Und Nein, falls es eine solche Reise nicht gibt. Aber hier haben wir jetzt im Gegensatz zu Problem 6 das Ganze nicht als Optimierungsproblem dargestellt. Ja, Optimierungsproblem ist immer was, ich habe irgendwie irgendetwas, was ich sozusagen minimieren oder maximieren möchte. Halt optimieren möchte. Ja, und hier ist es beispielsweise bei Problem 6, ist es irgendeine Entfernung zwischen zwei Städten. Ja, aber hier habe ich das Ganze in Problem 7, habe ich das Ganze als Entscheidungsproblem formuliert. Ja, ich gebe eine Zahl K da rein und möchte wissen, gibt es eine Rundreise, die halt weniger als K Kilometer lang ist. Und das letzte spannende Problem, ich habe ein in Java, in C, in C++, welcher Programmiersprache auch immer, geschriebenes Programm P. Ich habe, oder dieses Programm P kann eine Eingabe verarbeiten, Eingabevariable x für natürliche Zahlen und es gibt eine Ausgabe y sowie an der Zahl k. So, und die Ausgabe ist, ich hätte gerne die Zahl 2k. Falls das Programm P den Wert von y stets auf x² setzt, und ansonsten hätte ich gerne die Ausgabe 3k. Da muss man erstmal dreimal drüber lesen, ehe man es überhaupt verstanden hat, was da passieren soll. Aber auch das ist irgendwie ein algorithmisches Problem. Ja, und da haben wir jetzt nicht mit einfachen mathematischen Berechnungsvorschriften zu tun, ja, wie
diese einfache Berechnung dieser einfachen Summe, die wir da eben hatten, sondern hier müssten wir, wenn wir einen Algorithmus für entwickeln wollten, müssten wir ein Programm schreiben, was wiederum dieses Programm P analysiert und guckt, tut das denn genau das Gewünschte hier? Also, wir wollen letztendlich ein Verhalten eines Programmes untersuchen und gucken, wenn wir eine bestimmte Eingabe da reingeben, was passiert dann? So, eine Sache ist ganz wichtig hier. Bei all diesen Problemen, die ich Ihnen jetzt hier skizziert habe, die haben eine Sache eigentlich gemein und die betrifft die Eingabe. Ist Ihnen da was aufgefallen? Wie viele mögliche Eingaben haben denn diese ganzen Probleme hier gehabt? Also das ist sozusagen das, falsche Eingaben. Das wäre sozusagen hinterher, wenn ich so einen Algorithmus umsetzen wollte in ein Programm, ja, dann muss ich natürlich, um gewisse Dinge wie Benutzungsfreundlichkeit zu garantieren, muss ich natürlich auch falsche Eingaben verarbeiten können. Geht noch in eine andere Richtung. Also wir haben eigentlich bei allen Problemen haben wir unendlich viele Eingaben. Und wichtig ist, wenn wir einen Algorithmus zur Lösung eines algorithmischen Problems haben wollen, dann muss der auch alle zulässigen Eingaben verarbeiten können. Das heißt, ich habe jetzt länger schon keine Erstsemesterveranstaltung mehr gemacht oder Zweitsemester. Und wenn ich die gemacht habe, dann stoße ich da auch schon mal so die Frage auf, ja, ist Ihr Programm denn überhaupt korrekt? Und dann kriege ich meistens als Antwort, ja, hier haben wir doch ein Beispiel, das tut's doch. Das ist kein Nachweis, dass der Algorithmus, den ich mir jetzt zur Lösung eines algorithmischen Problems überlege, dass der korrekt ist. Ich muss eigentlich nachweisen, dass, ich schreibe einfach mal problematisch, also wenn ich behaupte, ein Algorithmus, der löst dieses algorithmische Problem, dann muss der jede Eingabe verarbeiten können. Und das kriege ich nicht hin, indem ich zeige, dass er das anhand von 2, 3 oder 4 oder auch von mir aus 5000 Beispielen wirklich richtig tut. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, und das ist dann so fast die letzte Folie, Ziel der Vorlesung, wir wollen uns ein bisschen mit der Theorie von Computerprogrammen beschäftigen. Ja, und zwar gehen wir natürlich auf Standardprobleme ein, was ich eben schon sagte, und zwei wichtige Fragen werden dann mal auftauchen. Das eine ist die Korrektheit. Tut das Programm auch wirklich das, was ich von ihm denn verlange, beziehungsweise was ich behaupte, dass es tut? Das müssen wir irgendwie nachweisen können. Und das tun wir nicht durch Ausführen einiger Beispiele. Und das zweite ist halt diese Frage nach Effizienz. Diese Probleme sind schwierig zu lösen. Ja, also wenn es da irgendwie so einen richtigen Algorithmus für geben würde, dann würden wir das sicherlich alle tun. Ja, wobei ich glaube, beim zweiten, da kann man durch hartes Training vielleicht dran gehen. Ja. Ein Problem werden wir lösen können, nämlich das hier. Das Problem, wie bestehe ich die A- und D-Klausur am Semesterende? Das ist nämlich lösbar, indem sie fleißig mitarbeiten dieses Semester. Ja, ich habe jetzt nicht das Ziel, möglichst viele Teilnehmer durchfallen zu lassen. Nein, ganz genau im Gegenteil. Wir möchten natürlich alle sehr gut bestehen. Hätte ich überhaupt kein Problem mit, wenn jeder eine 1 bekommt, aber sie müssen natürlich ein bisschen was dafür tun. Neben diesen Aspekten, damit höre ich dann eigentlich auch auf, was sind denn weitere Dinge, die jetzt im Rahmen, sag ich mal, von Softwareentwicklung eine wichtige Rolle spielen? Außer jetzt nur auf die Effizienz zu gucken oder auf die Korrektheit zu gucken. Fällt Ihnen denn noch was ein? Was haben Sie denn so aufgrund Ihrer bisher gesammelten Erfahrungen so mitgenommen? Worauf kommt es bei der Softwareentwicklung an? Benutzerfreundlichkeit, genau, was noch? Fällt Ihnen noch was ein? Nehmen wir mal so einen Softwareentwicklungsprozess. Was ist wichtig? Intuitive Bedienung. Mhm. Sie hatten eben eigentlich schon was gesagt, nämlich mit den falschen Eingaben. Ich bezeichne das einfach mal so als eine gewisse Robustheit, Fehlertoleranz. Ja, also wenn ich ein Programm habe und das permanent abstürzt, nur weil ich eine unzulässige Eingabe mache, ist das nicht so richtig, könnte ich auch unter dem Überbegriff Benutzungsfreundlichkeit fassen. Ja, aber sozusagen auch mit unzulässigen Eingaben umzugehen, das ist für uns jetzt im Rahmen, sage ich mal so, der algorithmischen Betrachtung nicht ganz so wichtig. Aber für die Umsetzung in ein Computerprogramm ist es natürlich schon wichtig. Ja. Aber auch so Sachen wie, schreibt mal Modularität oder Modularisierung von größeren Softwaresystemen in kleinere Einheiten oder was dann auch damit einhergeht, Wartbarkeit von Programmen. Ja, Sie kriegen jetzt irgendwie ein Programm vorgesetzt, hat ein Kollege geschrieben, ja, und der hat das vielleicht wie Kraut und Rüben geschrieben, dann verfluchen Sie ihn, oder er hat das irgendwie schön sauber moduliert, modularisiert, schön mit Kommentaren versehen, ja, dann ist das irgendwie vernünftig wartbar, kann vielleicht durch irgendwelche, ja, ich sag mal so Plug-in-Technologien erweitert werden um Funktionalität, kann man sich auch überlegen. Programmentwicklungsdauer ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt. Ja, wie lange brauche ich?
Zuverlässigkeit. Es geht dann wieder so in den Bereich Korrektheit. So, aber, und das ist die letzte Folie, dann hören wir auf. Auch wenn wir einen guten, korrekten und effizienten Lösungsalgorithmus haben, können immer noch Probleme auftreten. Und das ist dann sozusagen genau bei der Transferleistung, die wir zu leisten versuchen. Ja, im Juni 1996 zerstörte sich die französische Rakete Ariane 5 nur 40 Sekunden nach dem Start selbst, verursacht durch einen vollständigen Verlust der Kontroll- und Zustandsinformationen 37 Sekunden nach Start der Zündungsfolge des Haupttriebwerks, beruht auf Spezifizierungs- und Designfehlern in der Software des Trägheitsreferenzsystems. Ja, wie sich herausstellte, lag der Fehler an einer einzigen Zeile im Programmcode, die versuchte, eine 64-Bit-Zahl auf einer 16-Bit-Stelle im Computer zu laden und einen Overflow verursachte. Kleiner Fehler mit großer Wirkung. Ja, das ist dann sozusagen bei der Umsetzung eines vielleicht wunderbar formulierten, korrekten, effizienten Algorithmus, aber bei der praktischen Umsetzung hat das dann nicht so richtig geklappt. So, ärgerlich, hat ein paar Millionen gekostet. Noch schlimmer ist es vielleicht, wenn uns so ein Fehler vielleicht in so einem Kernkraftwerk passiert. Da können dann vielleicht noch mehr Personen irgendwie betroffen sein oder ja, in einem Fliegen morgen in Urlaub mit so einer Boeing 747, 300 Personen an Bord, das kann schon heftigste Folgen haben. Hier ist es letztendlich nur Material im günstigsten Fall, wenn das nicht gerade auf irgendein Haus stürzt oder so. Ich gehe zunächst nochmal auf so ein paar allgemeine Dinge ein. Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit Algorithmen, Eigenschaften, die Algorithmen einnehmen. Ein Algorithmus heißt terminierend. Wenn aber jede Anwendung nach endlich vielen Schritten zum Ende kommt, also es ist beispielsweise eine Mindestvoraussetzung, um irgendwie so Praktikumsaufgaben im ersten, zweiten oder dritten Semester zu bestehen, nicht, dass man seinen Algorithmus startet, ja, und er läuft und läuft und er läuft und läuft und die Praktikumsstunde geht vorbei und er läuft immer noch. Also der muss auch irgendwie anhalten und ein Ergebnis ausspucken. Das ist der Begriff der Terminierung. Dann, ich muss ihn endlich beschreiben können. Also, ein Algorithmus wird durch eine endliche Folge von Einzelschritten beschrieben. Das bedingt natürlich noch nicht, dass ein Algorithmus dann auch zwangsläufig terminierend ist. Das ist ganz klar. Also, der ist nur in einer endlichen Folge von Einzelschritten beschrieben. Und was auch wichtig ist, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, es muss eine festgelegte Reihenfolge geben. Also, jeder Schritt muss so einfach und so genau angegeben sein, dass sie von einer Person oder Maschine ausgeführt werden kann, die keine Einsicht in die Bedeutung der Instruktion hat. Ja, wir müssen uns letztendlich an die Möglichkeiten oder die Fähigkeiten der Hardware anpassen. So, es gibt noch weitere Eigenschaften. Die kommen immer wieder vor, darum nennen wir die jetzt mal. Zwar Begriffe des Determinismus und der Determiniertheit. Klingt ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Ein Algorithmus heißt deterministisch, wenn zu jedem Zeitpunkt seiner Ausführung höchstens eine Möglichkeit der Fortsetzung besteht. Wenn Sie beispielsweise in einem Algorithmus den weiteren Verlauf abhängig machen von irgendeinem Zufallsgenerator, dann ist das immer ein Beispiel für nicht deterministisch. Ja, also es gibt zu jedem Zeitpunkt genau einen Nachfolgeschritt. Das ist was anderes als Determiniertheit. Ein Algorithmus heißt determiniert, wenn er mit den gleichen Eingabewerten und Startbedingungen stets dasselbe Ergebnis liefert. Ich kann Ihnen Algorithmen benennen, die sind determiniert, aber nicht deterministisch. Es gilt das hier, das ist ein Echt-Enthalten-Sein. Also es gibt Algorithmen, die sind determiniert, das heißt, mit den gleichen Eingabewerten erzielen die immer die gleichen Ausgabewerte, aber es kann unter Umständen sein, dass die auf unterschiedlichen Wegen dahin kommen. Und ein Beispiel wäre, das nun mindestens schon zweimal benannte Quicksort ist auch ein Sortieralgorithmus. Da gibt es sozusagen genauso eine zufällige Komponente drin. Ja, wo sozusagen von einer Auswahl eines bestimmten Elementes der weitere Verlauf abhängt. Aber das Ergebnis ist immer eine sortierte Folge. Da können wir nochmal drauf eingehen, wenn wir diesen Algorithmus behandeln. Das machen wir nächste oder übernächste Woche. Ja? Ja, noch zwei, drei Sachen. Auch irgendwie ganz hilfreich. Zu jedem Zeitpunkt, zu dem man den Algorithmus unterbricht, belegt er nur endlich viel Platz. Ja, sonst können wir den gar nicht implementieren, weil wir haben nun mal endlich viel Platz in so einer Maschine. Und Algorithmus ist immer irgendwie ein universeller Problemlöser. Also wenn wir einen Algorithmus haben zur Lösung eines algorithmischen Problems, ja, dann löst er nicht nur ein einzelnes oder eine einzelne Probleminstanz, sondern er löst quasi die ganze Klasse von Problemen.
Ja, und in der Spezifikation legen wir ja fest, was sind die erlaubten Eingabewerte. Das ist quasi so der Definitionsbereich von dem Algorithmus. Und was sind die erwünschten Ausgabewerte? Ja, das ist quasi der Wertebereich des Algorithmus. Das heißt, im Prinzip müssen wir, um dann irgendwie sicher zu sein, dass wir einen korrekten Algorithmus haben, müssten wir eigentlich immer zeigen, dass der bei jeder möglichen Eingabe, ja, das ist mir irgendwie ganz wichtig, jede mögliche Eingabe muss er halt korrekt verarbeiten.